Hallo meine lieben Birdies, es ist so, dass es schon 22 Uhr ist und es hat ewig gedauert, bis mein Sohn endlich einschläft. Und jetzt bin ich hier irgendwie festgenagelt, ich wollte nämlich unbedingt noch ein Video drehen. Und ich habe jetzt einfach spontan entschieden, mal mit meinem neuen iPhone 6s ein kurzes Video zu drehen. Und zwar ein Aufgebraucht-Video, damit ich endlich meinen Müll entsorgen kann. Und ja, dann seht ihr vielleicht auch, wie die Qualität ist bei schlechtem Licht. Also ich habe jetzt quasi im Badezimmer ganz normales Licht eingeschalten, aber jetzt keine Softbox oder so aktiviert. Und ich finde wirklich, dass das iPhone eine sehr gute Qualität hat. Aber genug gequatscht, ich zeige euch, was ich aufgebraucht habe. Es ist voll komisch für mich ohne Stativ, weil ich halte das Handy. Aber ja. Ein Test und wir sehen, wie es ankommt. Mein Bioderma habe ich aufgebraucht und ich wäre euch so dankbar, wenn ihr irgendwo eine gute Quelle habt, Bioderma herzubekommen. In Frankreich ist es ja, glaube ich, richtig günstig. Also wenn ihr irgendwie gute Angebote kennt, schreibt sie mir gerne, weil ich brauche unbedingt Nachschub. Ich habe jetzt noch eine kleine Flasche, aber ich brauche dann auf jeden Fall wieder eine große. Meine Balea. Creme habe ich aufgebraucht, die Pflegecreme. Zwei davon, die kommt, glaube ich, in jedem aufgebraucht Video vor. Mein Freund benutzt die auch. Und was auch in jedem aufgebraucht Video vorkommt, ist mein Deo, dieses Garnier Mineral Ultra Dry. Und ja, ich mag es echt am liebsten. Ich habe nämlich auch dieses ausprobiert, Protection 5, aber da fand ich das Ultra Dry besser. Ich habe überhaupt noch mehr ausprobiert. Genau, dieses habe ich auch noch ausprobiert. Dieses Invisicalm. Ja. Und noch ein zweites Ultra 3 zum Beweis. Das kaufe ich echt immer nach. Und wenn es irgendwo im Angebot ist, kaufe ich gleich zwei, weil ich weiß, also das benutze ich echt schon seit Ewigkeiten. Könnt mir auch gerne mal schreiben, welches Deo ihr benutzt. Dann habe ich aufgebraucht diese Balea Douche Lotion Beautiful Feelings Limited Edition. Fand ich mega gut. Also hat wirklich sehr, sehr gut gerochen. Ich mag die Balea Sachen aber sowieso sehr gerne. Von The Body Shop habe ich dieses Coconut Shower Gel aufgebraucht. Und das mochte ich auch sehr gerne. Das habe ich geschenkt bekommen. Es war nur so, das ist so riesig. Das sind zwar nur 250 Milliliter, aber mit dem kommt man ewig aus. Und irgendwann war ich echt froh, dass es leer war. Dann habe ich EOS Lippen Balms ausprobiert. Und der rosane, der Strawberry Sorbet, ist mein absoluter Liebling. Und bei mir sieht es dann immer so aus, wenn er leer ist. Also man könnte da jetzt noch kleine Reste rauskratzen. Shame on me, mache ich meistens nicht. Und ich habe schon auf YouTube so viel DIYs gesehen mit diesen Verpackungen. Dann habe ich von Baby More diese Brighten Up, es war nur so eine Probe, die habe ich auch aufgebraucht und die finde ich auch gar nicht so schlecht. B-Oil habe ich aufgebraucht, da habe ich auf Mama Birdie ein Video abgedreht vor kurzem, wo ich so ein wenig über Dehnungsstreifen und die Öle rede. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und dann habe ich das hier nicht aufgebraucht. Das ist nämlich von Essence, ein Anti-Spot-Gel und das ist schon uralt. Und ich benutze es nicht mehr, weil ich benutze eigentlich immer meine Zinksalbe. Da habe ich auch ein Video hier auf diesem Kanal über meine Zinksalbe, weil das ist für mich die absolute Wunderwaffe gegen Pickel. Dann habe ich diesen Wilkinson Quattro. Ist für mich voll komisch mit dem Handy, weil ich ja hier reinschauen muss. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wilkinson Quattro Sword. Aufgebraucht, den fand ich auch ganz gut. Also was heißt aufgebraucht? Ich habe den benutzt, da kann man ja irgendwie Klingen nachkaufen. Zahnpasta, tatsächlich aufgebraucht. Blender Mate 3D White. Ich benutze jetzt wieder Elmex und Aronal. Ich fand sie nicht schlecht, ich fand sie aber auch nicht besonders gut. Dann waren wir ja in Dubai und ich habe auch diesen Sonnenbalsam aufgebraucht. Ich mag die Balea Sonnencremen sehr gerne.
Ja, finde ich eigentlich auch wirklich durchwegs gut. Und Eyeliner. Ich trage heute auch wieder Eyeliner. Ich habe die letzten Monate so gern Eyeliner getragen, weil es einfach schnell geht und sehr wirkungsvoll ist. Und da, das ist einer von Essence, den habe ich eben auch aufgebraucht. Dann habe ich ein Parfum aufgebraucht von Versace. Das habe ich geschenkt bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mochte es nicht so. Ja, es ist fast, es riecht eher frisch und eher fast schon so ein wenig nach Unisex-Duft. Und ich mag halt lieber ganz, ganz süße Düfte. Oder ganz süß auch wieder nicht. Aber ich eher, ja, eher so in die süße Richtung. Oh. Ganz praktisch, wenn ich hier ein paar drehe. Zum Beispiel von Rihanna, dieses Nude. Das benutze ich total gerne. Tada! Weg ist es. Von Clinique Turnaround Overnight Creme habe ich aufgebraucht. Das war so eine Probe, aber eigentlich eine recht große, wie ihr seht. Ja, ich bin immer so ein bisschen zwiespältig mit Clinique-Produkten. Grundsätzlich finde ich, also ich mag die Marke. Ich finde sie, die Marke sehr sympathisch. Ich mag das Design. Ich mag eigentlich die Produkte, aber ich finde die Wirkung meistens nicht so gut. Und so wie hier steht Turnaround Overnight Radiance Moisturizer. Und ich habe jetzt einfach keinen Turnaround-Effekt gemerkt, wenn ihr wisst, was ich meine. Es war eher so, ja, Creme halt, aber jetzt auch nicht wirklich, ja, kein Dollar-Effekt. Und große Liebe, Batiste Trockenshampoo, das mag ich mega gerne. Habt ihr wahrscheinlich auch in meinem Dubai-Haul gesehen, dass ich da das nachgekauft habe oder halt mehrere Sorten. Und das finde ich richtig gut. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgeruch. Es gibt ja mehrere Gerüche. Ich finde das Coconut sehr gut und auch dieses Oriental, was ich eben in Dubai gekauft habe, fand ich auch sehr gut. Aber ich finde, das ist wirklich das beste Trockenshampoo whatsoever. Ich habe hier drinnen noch ein Ladekabel. Und zwar ist es von meinem alten Epilierer. Das kann ich auch wegschmeißen. Ich habe wohl mein aufgebraucht. Was ist das? Meine aufgebraucht Box als Müllkübel missbraucht. Und eine Haarspange habe ich hier auch noch drinnen, aber die kann man noch gebrauchen. Das ist für eine Zacke abgebrochen. Aber okay. Whatever. Das war's mit meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. War vielleicht mal ganz interessant zu sehen, wie so die Kameraqualität ist vom iPhone 6S. Und ich sag danke fürs Zusehen. Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich lese eigentlich immer alle und versuche auch alle Fragen zu beantworten. Auf jeden Fall, bis bald. Bye bye. Tschüss.